Hallo, ich bin Caroline von Fadenkäfer und wir nähen heute das Kleid Nike. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal. In diesem Video zeige ich euch das Kinderkleid Nike. In der Damenversion haben wir Brustabnäher. Wie man einen Brustabnäher näht, zeige ich euch im Video Bluse Elena. Lege Vorderteil und Rückenteil rechts aufeinander. Stecke dir die Schulternähte und anschließend nähen wir die Schulternähte mit einem dehnbaren Stich zusammen. Klappe Vorderteil und Rückenteil auf, die rechte Stoffseite zeigt zu dir. Wir nähen den Ärmel ein. Lege den Ärmel rechts auf den Armausschnitt und beginne mit dem Feststecken in der Mitte, in der Schulternaht. Wir haben einen Knips im Ärmel und dieser Knips sollte mit der Naht von der Schulter aufeinandertreffen. Im Vorderteil haben wir zwei Knipse und im vorderen Ärmel ebenso. Auch diese sollten aufeinandertreffen. Im Rückenteil haben wir einen Knips. Nähe den Ärmel mit einem dehnbaren Stich jetzt ein. Lege Vorderteil und Rückenteil rechts aufeinander und Ärmel auf Ärmel. Wir stecken uns die Seitennähte. Nähe die Seitennähte mit einem dehnbaren Stich zusammen. Wir nähen die Kapuze. Bevor wir die Teile zusammennähen, bringen wir noch Ösen an. Wichtig ist beim Ösen anbringen, vorher die Kapuzenteile zu verstärken. Dazu nehmen wir Wonder Dots oder auch Flieseline. Wir nähen zunächst den Kapuzenstreifen an. Wichtig ist, dass die Rundung nach unten zeigt. Das kommt später auch an den Halsausschnitt ran. Klappe das Teil rechts auf die Kapuze und stecke den Mittelstreifen einmal fest. Der Streifen wird dabei nicht gedehnt. Nähe den Streifen mit 1 cm Nahtzugabe an. Der Kapuzenmittelstreifen ist jetzt auf eine Seite der Kapuze festgenäht. Wir nähen jetzt die andere Seite auf die andere Hälfte der Kapuze fest. Dazu legen wir den Streifen wieder rechts und stecken ihn fest.
Nähe jetzt die zweite Hälfte auch wieder mit einem dehnbaren Stich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Außenkapuze ist soweit fertig. Die Innenkapuze wird auf die gleiche Weise genäht wie die Außenkapuze. In der Innenkapuze werden jedoch keine Ösen eingeschlagen. Lege die Außenkapuze rechts auf rechts vor dir hin und lege die Innenkapuze mit der rechten Stoffseite auf die Außenkapuze. Wir stecken uns den äußeren Rand. Nähe die beiden Kapuzen mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wende die Kapuzen auf die rechte Stoffseite. Und bügel dir einmal die Kante. Wir nähen jetzt noch den Tunnel. Die Maße vom Tunnel entnimmst du bitte aus dem Schnittmuster. Der Tunnel wird einmal ringsherum genäht, wir nehmen dazu einen Geradstich. Nähe beide Kapuzen innerhalb der Nahtzugabe mit einem Geradstich zusammen. So kann dir später beim Feststecken der Kapuze nichts verrutschen. Stecke die Kapuze jetzt rechts auf das Kleid, auf den Halsausschnitt vom Kleid und wir beginnen im Rückenteil. Die Mitte der Kapuze liegt mit der Mitte im Halsausschnitt im Rückenteil aufeinander. Anschließend stecken wir den Rest der Kapuze fest. Im Vorderteil überlappen sich die Kapuzenteile.
Nähe die Kapuze zunächst mit einem Geradstich einmal fest. Anschließend überprüfst du, ob alles eingefasst worden ist und kannst dann die Naht noch versäubern mit der Overlock. Wir nähen jetzt noch die Säume, die Ärmelsäume und den unteren Saum. Alle Säume werden gleich genäht. Wir haben im Kleid Nike einen Fegsaum. Wie der Fegsaum funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir klappen den Ärmel 10 cm nach oben. Das ist auch im Schnittmuster eingezeichnet. Nochmal nachmessen. Und davon die Hälfte wieder zurück. Das Ganze stecken wir einmal fest. Nähe den Saum jetzt mit einem dehnbaren Stich zusammen. Das gleiche machst du auch mit dem Ärmel und mit dem unteren Saum. Der Saum ist fertig, wir klappen den Saum jetzt zurück. Es fehlt jetzt noch die Kordel, die ich jetzt einziehe. Dein Kleid Nike ist jetzt fertig.